Ja, Mensch, herzlich willkommen bei Battlefield 3 auf der Karte. Altmetall. Wunderbar, wunderschön hier. Gleich durchrushen. Mit den richtigen Mitteln. Eigentlich die schönste Karte aus dem Close Quarters Map Pack. Meiner Meinung nach. Ich finde die richtig geil hier. Besonders von der Farbgebung, Lichteinfall und so weiter, alles Mögliche. Ist einfach nur geil gemacht. Sehr. Alleine dafür hat sich das fast schon gelohnt, möchte ich mal sagen. Da hinten ist einer reingerannt. Was warst du denn für einer? Ach, du warst ein guter Mannequin. Ja, er jumpt einfach um die Ecke und tötet mich. Ist klar. Ja, okay. Rang 145 war der junge Bursche. Aber darauf kann ich auch scheißen, weil der Rang hat überhaupt nichts zu sagen. Ich bin ja auch schon Rang 15, beziehungsweise... Rang 60 da. Wie gesagt, das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts mit Skill zu tun. Das ist einfach nur Können. Oder auch nicht. Ja, schön. Squad Leader, das heißt. Kann ja sowieso alles vergessen hier. Ja, Glück. Scheiß Dreckslacker. So, jetzt lass mich mal bitte ins Menü, liebes Battlefield. Ist das andere. Ja, das andere Squad ist natürlich voll. Wunderschön. Ah, schön. Bravo. Sprich kein Squad Spawn, sprich kein gar nichts, sprich kein. Ja, das ist so unlogisch! Der hackt doch! Um jetzt mal den typischen Standardspruch raushängen zu lassen, wenn ein Spieler gut ist, der hackt doch bestimmt. Garantiert, der hackt. Der kann nix, der hackt. Eigentlich kann der nix. Aber bei einigen Leuten weiß ich sowieso nicht genau, was ist da los mit den Leuten. So, jetzt habe ich Angst. Los, weg hier. Schnell hoch aufs Dach. Dach. Moin. Was geht, mein Sohn? Was geht? Alles klar. Ja, und da ist noch ein Scheißdrecksmedic! Und er belebt ihn wieder! Bravo, ich hasse es! Ah, und nur als Medic rumzulaufen, darauf habe ich auch keinen Bock, wirklich. Also. Ja, fickt euch doch, ihr drei schwanzlutschenden Arschgeburten! Ah, ich hasse es. Es ist einfach wunderschön hier alles. Halt's Maul, du Granatenfixer. Vor allem, take your rounds. Das interessiert mich nicht. Gib ihm doch einfach die Munition. Der weiß schon, was er damit machen soll. Der nimmt die dann sich da halt raus und dann fertig. Braucht ja keine weiteren Informationen. Er ist ja kein kleines Baby mehr. Das. Ja, beinahe wäre ich noch runtergefallen, weil. Klar, super Spiel, super Spiel. Battlefield, ich hasse dich. Oft bist du gut, aber jetzt hasse ich dich. Wie gesagt, ab und zu frage ich mich ganz deutlich, weswegen ich denn so scheiße bin. Und bravo! Und warum die Gegner immer alle viel, viel besser töten können als ich. Wahrscheinlich benutze ich einfach immer nur die falschen Waffen. Die benutzen die G3A3. Ich hasse diese Waffe. Aber nein, die Leute können damit halt immer super töten. Ich kann's nicht. Dann gibt's zum Beispiel die M26 Mass, beziehungsweise Dart. Damit können einige Leute wundervoll Leute töten. Also andere Bobos unter die Erde bringen. Und ja, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Zum Beispiel Ranzratte kriegt das ja relativ gut hin oder hat das relativ gut hingekriegt, da alle vom Fenster wegzuholen. Fick dich, AEK, Spasti.
Wie viele Leute laufen hier rum? Nur einer mit Rang 100. Dann wechsle ich doch mal ganz schnell hier zum Medic mit meiner UMP45. Die Waffe habe ich erst vor kurzem lieben gelernt. Und da kommen Wichser angerannt. Oder auch nicht, schön. Jetzt spreche ich meine eigenen Leute fast hoch. Ja, ihr seid wieder zu dritt, ihr Wichser. Das macht doch keinen Spaß so. Oder wir nehmen einfach mal die geile Sache hier aus drin, wa? Hause. Gibt's erstmal ein bisschen Schweinefilet mit Brustnackenfleisch. Hört auf zu schießen. Ja, mit einem Schuss! Warum? Warum? Ah, es wird ein Rage-Gameplay. Es ist ein Rage-Gameplay. Es wird es nicht. Halt's Maul, du Scheiß... Ach, halt's Maul, Medic. Ihr habt sowieso genug Medics in eurem verkackten Scheiß-Team. Ja, und dann schon wieder von drei Seiten oder so. Gefühlte drei... Drei Seiten, ihr seid doch alle scheiße. 5-9, bravo. Ja, 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 ja. Das nenne ich Respawn-Schutz. Das nenne ich Respawn-Schutz. Ach, ich kriege keinen Respawn-Schutz, wenn ich bei schönen Squad-Mitgliedern spawne. Nein, da kriegt man natürlich keinen. Man kriegt nur die Scheiß-Punkte, wenn man da Leute kriegt, die bei einem spawnen. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich will Respawn-Schutz haben, auch wenn ich bei einem Squad-Mitglied spawne. Das ist nichts anderes, als wenn ich an einem festen Spawnpunkt spawne und du lässt mich gefälligst in Ruhe, du kleine japanische Drecksau. Ja, Mann, ey! Es wart. Das ist auch alles egal. Ich weiß gar nicht, war das hier jetzt? Was waren hier für Regeln? Stimmt, das war ein Server ohne Regeln. Jetzt, oh, weiß ich auch nicht. Wer weiß. Vielleicht bringt mir dieser letzte... Das war... Was? Achso, no safe. Ja, okay. Ich dachte, das ist ein No-Rule-Server, GGC. Schön, freut mich, dass es nicht so ist. Bravo. Ah, wenigstens fühle ich mich jetzt besser, weil ich einmal getötet habe und gestorben bin, als... Ja, wo... Wo ist er hin gewesen? Ach. Deine... Nee, nicht groß schreiben, das kommt immer du. Deine Mutter ist dein Vater in männlich. Bam. Gut. So, damit ist meine... Rage-Phase abgeschlossen. Jetzt habe ich mich total abreagiert mit meinem... Ja, und Hilfe bei Kill jetzt nur. Bravo! Ja! Fickt euch doch alle ins Knie! Ich fass es nicht mehr. Langsam fasse ich es nicht mehr. Es ist doch alles nur noch eine gequirlte Dreckscheiße. It's a fucking grenade. Und er stirbt einfach nicht. Genau, so sieht's aus, Jungs. So sieht's aus. So läuft er den Battlefield. So läuft er. Ach, und du hast nicht komplett nachgeladen. Ja. So läuft das, so läuft das. Oh, mir hat sogar jemand geantwortet. Alter, das ergibt keinen Sinn. Ach, wart. Ach, wart. Mann, Mann, Mann. Es gibt auch dumme Leute, wa? Es gibt auch total beschissene, dumme Leute, die nicht checken.
Mann, Mann, Mann. Was schießt der denn? Ach, und damit haben sich die Leute noch mehr qualifiziert dazu, dass sie ins Guinness-Buch der Rekorde kommen für die irgendwie Leute, die Dummheit als Mittel für Witze, die ja das nicht verstehen, ne? Dafür kriegen sie einen Orden und Hände schütteln. Ne, boah. Ich würde sagen, was kriegen wir, wa? Ha! Reanimation. Doch, ich werde mal die Leute, glaube ich, mal aufklären, das nächste Mal, wenn ich gestorben bin, was ja wahrscheinlich demnächst sein sollte, dürfte. Oh. Tatsächlich mal zwei Leute in einem Leben getötet. Moin, Junge. Hey, I need some room. Ja, und der jumpt natürlich wieder vollkommen dran vorbei. Das war Level 100, mein Freund. Level 100 da. Aber er stirbt auch wie so ein 100er. Wie so ein Fuffi. Oha. Jetzt komme ich aber langsam wieder an meine KD ran. Jetzt langsam wird das wieder was. Mich eingespielt anscheinend, wa? Dummerweise sind jetzt hier keine. Ja. Es war beabsichtigt. Mann, Mann, Mann. Wow, Junge, was wirfst du mir eine Granate an den Kopf? Was sollte das? Ja, wie einfach mal von keinem Schuss getroffen wird. Hä? Ja. Ist klar, ist klar. Ja, und ich treffe ihn auf die Entfernung nicht. Stimmt ja, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Da kann man ja auch keinen töten. Was? Was? Von wo? Oh Mann, ey. Es gibt solche Leute, da steht mir das Blut in den Adern und fährt Achterbahn, ne? Ja, kriegt damit. Es hat keinen Sinn gemacht, aber so geht's mir dann halt, ne? Und anscheinend haben sie die M249 genervt. Denn irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, als ich die gerade eben, also vorhin, eingesetzt hatte, hat sie wesentlich weniger Schaden angerichtet, als sie es sonst tut. Bei der hohen Feuerrate hatte mich das auch schon gewundert. Hat nämlich ungefähr genauso viel Schaden angerichtet, gefühlt zumindest. Wie eine, boah, wie so eine AEK oder so. Nur, dass sie dann halt ja, GZ. GZ, Glückwunsch, dass ihr mich getötet habt. Ihr seid die größten Jungs, ihr seid die größten. Ach ja. Es wird immer spannend, ihr hier. Wie oft ich noch sterbe. Gebt eure Wetten jetzt ab und ihr bekommt garantiert ein kleines, super süßes Hündchen. Garantiert. Was spawnt ihr eigentlich alle in meiner Fresse? Von wo werde ich jetzt schon wieder getötet? Ja, es war klar. Ich darf nirgends stehen bleiben. Nirgends. Nirgends. Es ist Call of Duty. Es ist Call of Duty. Call of Duty in Battlefield. So, jetzt hier mal Camper-Style raushängen lassen. It is Call of Duty im Battlefield. Ja, und jetzt habe ich kurz nach rechts geguckt. Da kriege ich das natürlich nicht hin.
den zu töten. Bei diesen Call of Duty Maps. Boah, wo? Ja, wenigstens ein Kill-Kill. Damit kann ich noch leben. Solange er nicht wiederbelebt wird, ist alles okay. Mann, Mann, Mann. Ja, und dann kommt er wieder! Ach, halt doch deine verfickte Scheißfresse, du Kackmedic. 16:21, zwar komme ich langsam an meine alten Zeiten wieder ran, aber irgendwie ist das auch nicht mehr das Wahre. So. Muss auch mal sein. So, jetzt bewache ich seine Leiche, bis er wirklich tot ist. Ja, genau! Wieder zur Zeit! Mein Arsch juckte gerade, aber das liegt daran, dass ich mich so aufrege. Nein, die kontrollieren alle Objectives. Wenn er falsches Deutsch ist. Oder Deutsch, Englisch, Dinglisch sozusagen. Moin. Geht's denn? Ist denn? Was ist denn los? Was schlägt denn hier immer ein? ...93% habe ich ihn abgezogen. Geil. Dafür lohnt es sich fast gar nicht, meine Kugeln zu verschwenden. Ich habe mit 96 Kugeln 93%... nee. 193% Schaden angerichtet. Was war? Er hatte einen Schild! Einen Schild! Einen verkackten Schild! Spawnschutz oder so etwas. Ach, sterbt doch alle! Ja, fick dich, Sky Joe. Oh, wir haben auch mal Medics im Team. Danke, mein Freund. Von wo denn jetzt schon wieder? Es heißt doch behindert. Ach, wisst ihr was? Fickt euch, Medics. Fickt euch. Klar heißt es erstmal wiederbeleben und dann clearen, aber in manchen Fällen ist es einfach nur Punktehascherei. Ich will nichts anderes sagen dazu. Oh, ein Support Service da. Er mich einfach nur tötet. Jetzt könnte ich ja wiederbelebt werden. Jetzt ist das Feld geklärt. Ja, und jetzt werde ich... Was? Ja, genau, mit der MP7 vom anderen Hausdach rüber auf mich geschossen. Obwohl ich noch tot war, dann belebt mich ein Medic wieder. Und das ist mal der geilste Spawn gewesen jetzt hier. Überhaupt. Hinter allen Gegnern. Ja, ja, ja. Und mein... Skill ist so unerreicht, dass ich daneben schieße die ganze Zeit. Ach, ich hasse dieses Spiel einfach nur. Ich hasse es. Close Quarters ist beschissen, wenn man vorher auf den normalen Battlefield Maps relativ gut war. Sollte man sich Close Quarters gewiss nicht geben, denn da hast du keinen Spaß mit. Okay, grab your ammo. Wenn du es nicht erwartest, kommt jemand von der anderen Seite. Schon viel. Ja, beleb ihn wieder. Beleb ihn wieder, Freund. Beleb ihn wieder. Einfach wiederbeleben. Belebt ihn einfach wieder. Es ist mir so scheißegal. Was ist denn das für ein Spawn? Ach, das war beim Teamkameraden. Bei einem Squad-Mitglied. Ja, genau. So, jetzt... Schon wieder bei M-Squad-Mitglied, ne? Wäre ich jetzt schon wieder gestorben? Ich hasse dieses Spawn-System. Es ist Call of Duty. Hatte ich das schon mal erwähnt? Und wo kamen denn die Schüsse, die ihn getötet haben?
oh, oh. Ja, mit zwei Schüssen wieder mal. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Ich muss wirklich sagen, der Typ ist ein bisschen zu stark, meiner Meinung nach. Er tötet mich fast jedes Mal mit zwei oder drei Schüssen höchstens. Und so genau kann ein Mensch doch gar nicht zielen. Das geht doch nicht. Ja klar, er ist 100, 145, aber so genau. Und schon wieder jemand von hinten. Warum muss immer jemand von hinten kommen? Oder von der Seite? Oder von allen möglichen Ecken? Warum? Ich schreibe gleich hier in den Chat rein, ich habe einen Schwanz und eine Vagina gleichzeitig. Aber nur, weil ich Battlefield spiele. Ja, und lauf einfach in mich hinein und lauf einfach in mich hinein. Lauf mich einfach um. Ach ja. Ja, ja. Battlefield ist das neue Alarm für Cobra 11. Sei jetzt einfach mal so ganz provisorisch. Das ist das neue Alarm für Cobra 11 in meinen Augen. Das ist einfach nur scheiße. Gerade. Ja, und beim letzten sterbe ich und das wieder Medic und der belebt einfach jetzt alle wieder. Bravo! Bravo! Bravo, könnte ich die Leute einfach sofort sterben und qualvoll mit ihren Eingeweiden dahinscheiden. Nein, sie können auch mal wiederbelebt werden. Ich habe sie mit meinen verfickten Kugeln durchsiebt. Aber nein, sie bestehen einfach immer noch. Und hätte ich sie mit einer Granate zerfetzt, dann sie immer noch leben. Und du bist jetzt mal tot, Sergeant Sonic, Junge. Sergeant. Einfach ohne Ahnung mal reingehalten. Ja, Sergeant Sonic kommt dann nochmal mit seiner GA3A. G3A3. Scheiße. Falschen Kacknamen. Ja. Langsam ist es einfach nur noch nervig und nervig. Es ist nicht mehr. Nicht mehr nervig, aber schön. Nein, es ist nur noch nervig. Gibst du mir mal ein Medikit, Junge? Nö. Brauch ich ja nicht. Hab ja noch 1%. Oh, fuck. Ja. Dankeschön, Medics. So, jetzt werde ich wegen anzüglicher Sprache rausgeschmissen. Aber wenigstens achte ich auf Groß- und Kleinschreiben. Schreit einfach tiefer. Komm, schreit einfach. Ja, und dann kommen die nächsten drei Gegner. Die nächsten drei. Ich fühle mich langsam wie, weiß auch nicht. Wie wer auch immer. Wer regt sich denn auch so auf? Elotrix. Aber ich möchte mich nicht gleichstellen mit Elotrix. Weil, naja, egal. Es ist einfach nur so eine große Kacke. Da hat jemand verloren. Das freut mich zu Tode. 31-37. Wunderschön aufgeholt. Bravo, bravo, bravo. Jetzt leckt mich doch alle mal an meine Arschlochspitze. Ah, ich habe eine Arschlochspitze, weil mein Arschloch wölbt sich so nach außen raus. Ne? Ja, klar. Und dann habe ich auch so eine kleine Fahne drin, wo drauf steht: Leck mich am Arsch. Ja. Die Fahne schwenke ich immer in Richtung Battlefield. Naja, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Viel Spaß.
und ciao.